Moin, der World Cup Modus ist jetzt ganze 5 Tage draußen. Und wie der ein oder andere vielleicht schon bemerkt hat, die Pack Rate in diesem Modus ist nicht ganz normal. Die Leute ziehen und ziehen und ziehen. Einfach nur krankes Zeug. Ronaldo im Pack, Ronaldo und Messi im Pack, 3 Ronaldos im Pack und dann gibt's mich. Ich weiß nicht, was da los ist, aber ich glaube, ich bin wirklich mit Abstand der einzige Mensch in diesem verkackten Modus, der kein Ronaldo gezogen hat. Ich meine, es gibt Twitter-Posts, wo Leute 4-mal Ronaldo auf der Transferliste haben. Also auf der doppelten Liste. Es gibt sogar mittlerweile ein Meme davon, dass ich kein Ronaldo ziehe. Ja, Freunde, ich weiß nicht, bis jetzt in dem Modus läuft's noch nicht so. Ja, ganz zu schweigen von meiner atemberaubenden Bilanz. Grüße an Finn. Ehrenmann. Aber Freunde, heute hat das Ganze ein Ende. Herzlich willkommen zum WM-Pack-Experiment. 35 Europa-Sets. Heute ziehen wir diesen verkackten Ronaldo. Und ich habe auch noch 3 weitere Sets, weil ich habe Footdraft gewonnen. Ja, früher war meine Bilanz tatsächlich negativ. Ja. Andere Geschichte. 35 Europa-Spieler-Sets. Da muss jetzt ein Ronaldo drin sein. Ey, jetzt wirklich mal im Ernst. Ich bin der einzige YouTuber oder Influencer, der noch keinen Ronaldo gezogen hat. Wirklich jeder Schwanz hat Ronaldo gezogen. Wird heute geändert. Pack Nummer 1. Erstes Pack. Direkt Ronaldo. Ja. Jetzt wurde mir sogar schon bei WhatsApp geschrieben, dass ich ein Lappen bin. Oh, das kann doch nicht so schwer sein. Ey, wenn das jetzt so anfängt, ne? Ich werde mich heute nicht aufregen. I doubt it. Komm, Rochel, gib uns die 3. Gib uns die 3 für erste Schlitz. Let's go. Komm schon. Ist mir egal, was wir sonst noch ziehen können aus Europa. Heute zählt nur Ronaldo oder Mira. Ja, Mimir, 81. Es ist der erste Schlitz. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Deutschland. ZOM. Mesut Özil. Ah. Ja. Özil. Ah, die Schlitze, Jungs, das muss man den Modus gerade lassen. Oder den Packs. Die Schlitze kommen, auch wenn das halt nicht gut ist. Will es wieder ein Vardy oder sowas sein. Ja. Sturridge 81. Komm schon. Ja. Nein. 31 Packs noch, Jungs. Das ist ein Zeichen. Das ist ein Zeichen für den 31er himself. Schlitz ist da. Zeigte Ronaldo Schlitz. Komm schon. Ja. Let's go. Double Schlitz. Komm schon. Komm schon. Belgien. ZM. Wow. Ja, geht doch. 2 Stück wieder, komm schon. Deutschland, Stürmer, Sandro Wagner, Timo Werner, let's go. Okay, den brauche ich sogar noch. Wer im Stream geguckt hat, ich spiele momentan ein bisschen mit dem Deutschland-Team. Auch nicht so erfolgreich, aber das ist egal. Werner ist gut, Alter, den nimmt man mit 85. Da war ja irgendwie noch was hinter drin. Ja, anständig. Ja, guck mal, das sind doch die Schlitze, die ich sehen will. Schlitz, after Schlitz, after Schlitz. Und Griezmann, let's fucking go. Aber den habe ich schon. Ah. So, nach dem Pack ist schon die Hälfte rum. Dann haben wir 19 Stück gezogen. Aktuell kommen die Schlitze aber. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal gut. England ist aber immer scheiße. Das ist Kane. Problem ist, den habe ich auch schon. Oh, 3 Schlitze aus einem 3-Spieler-Pack. Okay, das ist krass. Müller, 86, den brauche ich auch noch, oder? Ich glaube, Müller habe ich auch noch nicht. Let's go. Ist das sogar ein Walkout? Kommst du raus? Nein? Okay, ist kein Walkout. Aber 3 Schlitze aus dem 3-Spieler-Pack. Oh. Ach, nö. Ey, 2 hintereinander? Och, nö. Ey, come on. Ah!
So, das ist jetzt schon das letzte Europa-Set. Danach kommen halt, ja, irgendwelche anderen Sets, die ich durch den legendären Footdraft-Sieg gewonnen habe. Letztes Europa-Set. Müll, Müll, Müll. LOL. Ich habe gerade einen Salah geskippt. Sie sind geistig behindert. Ja. So, ich habe noch mal 11 Packs gemacht. Ich bin auch noch völlig gelassen. Let's go. Nein, was für Münzen ausgeben? Komm schon. Ey, es kann doch nicht sein. Bitte. Dankeschön. Endlich mal jetzt was Gutes, bitte. Jungs, kennt ihr den berühmten Geduldsfaden? Irgendwann reißt der, ne? Und wenn ich nach... Irgendwann reißt der. Ich sehe das schon wieder kommen, wie mich nach diesem Video 800 Leute bei Instagram markieren. Ich habe Ronaldo gezogen. Glückwunsch, ich freue mich für euch alle. 3 Schlitze. Mach jetzt. Nicht mal Lewandowski. Glick, toll. Och, ey, nö. Ich dachte schon, Max Meyer, ich hätte mich umgebracht. Es sind 3 hintereinander. Mann. 4 in dem Modus, wo 81 plus ein Schlitz ist. Ey. Da muss doch noch mal einen Schlitz kriegen. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. De Gea, immerhin De Gea, let's go, 91. Wirklich immerhin mal was halbwegs anständig Gutes. Ich hab den zwar auch schon, aber das ist jetzt was für die Moral. Dass ich mal irgendwas sehe, was über ein 80er Rating hat. Nee, und dann denkst du, es läuft wieder gut. Ja, Freunde, letztes Pack. Ronaldo Pack Experiment ist auf jeden Fall, lief richtig gut, muss ich sagen. Gib nochmal einen Schlitz. Es ist halt wirklich, ja. Super, ist glaube ich Isco mit 86. Immerhin nochmal high rated, aber das lief richtig, richtig gut. Wünsche euch sehr viel Spaß dabei, ja, mich weiterhin auf allen sozialen Plattformen zu markieren. Wenn ihr einen Ronaldo zieht, muss ich sagen, freut mich auch vom Herzen für euch alle, dass ihr alle diesen schönen Spieler zieht. Außer ich, der schon wieder 30.000 Points in diesem Modus hat. Waren ja jetzt auch heute mal stabile 45 Europa-Spielersets. Auch nicht drin. Die Bilanz stimmt. Wirklich, ich und der WM-Modus. Das ist wirklich eine richtige Liebe. Falls euch das Pack-Experiment trotzdem gefallen hat, würde ich mich selber einen Daumen nach oben freuen. Jeder Daumen nach oben ist gleich 1 Ehrenmann. Wer Bock auf den neuen Merch hat, der kommt in ein paar Wochen raus. Erster Link in der Beschreibung. Meldet euch für den Newsletter an. Kriegt da 10% auf die erste Bestellung. Ja. Aber Ronaldo kriegt ihr durch den Newsletter auch nicht.